So, da haben wir unseren nächsten belgischen Sportfreund, den Marc. Das freut mich sehr, dass du auch bei uns bist. Ja, ich wollte das nicht gemisst haben. Ja, er ist wahrscheinlich das größte Sprachtalent von den belgischen Sportfreunden. Ich glaube, wie viele Sprachen sprichst du? Vier. Französische, Deutsch, Flämisch und Englisch. Ja, also unglaublich. Also er fungiert auch gerne mal als Dolmetscher, auch in Frankreich. Wir kennen es von den internationalen Rennen auch. Stimmt. Und jetzt erstmal einen herzlichen Glückwunsch zu seiner belgischen Meisterschaft letztes Jahr. Ja, ich war Zweiter. In Tschechien war ich mit dem Bike, war ich mit ihm Zweiter. Ja. Und mit Laufen war ich mit ihm auch Zweiter. Was ich aber auch wieder erwähnen möchte, ist, der Marc ist auch über 50 wie ich. Ne? Ja, ich wollte 54. Ich werde 53 morgen, siehst du? In Mai wollte ich 54. Okay, also er ist der gleiche Jahrgang wie der Patrick Bosmans. Ja, stimmt. Die sind auch sehr gut befreundet, sind zwei super Sportfreunde. Ja. Kämpfen bis aufs Messer auf dem Trail. Ach so, ja. Wenn wir laufen, ist es jeder für ihn. Okay. Wir geben kein Geschenke, das kommt nicht, aber nach dem Sport, dann viel Spaß. Also es sind zwar richtig faire Sportfreunde, aber was ich jetzt noch mal erzählen möchte, ist, ich verfolge die Ergebnisse von den belgischen Sportfreunden alle, weil es ist eine der stärksten Nationen überhaupt im Carnicross, in allen Altersklassen. Letztes Jahr auf der belgischen Meisterschaft, da wurde auf der kurzen Strecke, war die kurze Strecke, ist er die zweitschnellste Zeit gelaufen hinter dem Nathan Klaus, das ist richtig. Stimmt, ja. Der Nathan Klaus ist 17. Ja. Und du warst 52. Nee, ich war 53 da. 53, ja. Und wie viel hinten dran warst du hinter dem Nathan? Oh, weiß ich nicht ganz genau. Nee, mit ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also das ist so brutal, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also ich kann es überhaupt nicht mit dem Summer. Mit Summer. Also. Diese Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometer ist korrekt, ne? Über diesen Zeitraum zu laufen. Also wie gesagt, der Erste war 17, Nathan war letztes Jahr hier auch. Ja. Der war insgesamt Erster, der Zweite. Ich glaube, Erster war der. Ja? Ja, also war der Erste. Das ist ein brutal schneller junger Mann, sehr talentiert. Ja, stimmt. Und der Marc hat dem Paroli geboten auf der kurzen Strecke. Normalerweise sagt man ja, ab einem gewissen Alter sollte man etwas länger laufen, aber da bestätigt der Marc die Ausnahme, die Regel. Jetzt erzähl mal was zu deinen Hunden. Das ist der Sam, wie alt ist der? Der Sam wird, ist 5 Jahre alt. Ja. Und wie lange hast du ihn schon? Ich habe den, wenn der 2,5 war, war ein Herplatzung. Okay. Der war nicht vom Puppi bei uns. Ja. Und der war 2,5, wenn der bei uns gekommen ist. Der hat nur früher, wenn er bei uns gekommen ist, hat er nur einmal pro Tag eine Stunde Promenade gemacht. Okay. Kein Sport, gar nichts. Also spazieren gegangen einfach? Ja, nur spazieren, ja. Okay. Eine Stunde per Tag. Und das ist ein Deutsch-Kurzhaar? Deutsch-Kurzhaar, ja. Okay. Und was ist das für ein Hund? Das ist ein französischer Hund und das ist ein Beauceron. Ein Beauceron? Ja. Okay. Und wie alt ist er? Der ist auch 5 Jahre. Okay, aber die können beide alles. Die können. Ja. Also der Marc macht auch mittlerweile nicht nur Laufen, sondern er fährt Bike-Touring sehr stark, auch bei der Europameisterschaft? Ja, Bike-Touring mache ich bei der Europameisterschaft, mache ich mit Sam. Okay. Sam, sit. Schön. Und mit ihm? Laufen immer, normal. Okay. Aber jetzt soll ich etwas anderes probieren mit ihm. Ich ihm morgen Scooter mache. Okay. Also ich will mal versuchen, Scooter zu machen mit ihm. Du startest bei uns jetzt Scooter? Ja. Und kurze Distanz laufen, 2 Tage. Ne, ich mache nur Scooter und Bike. Bike, heute. Okay, also kein Scooter, Laufen. Ne, Laufen ist. Ich will etwas anderes probieren. Okay. Ich will mal nur Spaß machen und ich will etwas anderes probieren. Okay. Ja. Also ihr seht, auch der Marc wieder ganz nah, ganz große Beziehung, ganz enge Beziehung zu seinen Hunden. Was man leider nicht oft in diesem leistungsorientierten Sport sieht, aber bei den belgischen Sportfreunden ist das auffällig. Das macht sie mir so sympathisch. Sie sind alle fair im Umgang miteinander. Es gibt nie ein böses Wort. Die Hunde werden super behandelt. Das sind alles absolute Vorzeigesportler. Ja, ja. Und ich freue mich sehr, dass du hier wieder bei uns bist, Marc. Ich freue mich auch. Ganz ehrlich. Dankeschön. Ja. Okay, wir freuen uns auf morgen und übermorgen. Ja? Du auch? Ich muss moderieren, ich spreche. Ach so, schade. Dankeschön, ja? Ne, Spaß, danke. Ich kann nicht auf Kontakt laufen.